herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute wollte ich mit euch im Thermomix mal Ingwersirup selber machen. Den könnt ihr in den Tee tun oder eben auch mit Wasser verdünnen. Ich lese euch die Zutaten vor. Ihr braucht 40 Gramm Ingwer, 100 Gramm Wasser, 2 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale oder ihr nehmt einfach Zitronenzucker und den Saft einer Zitrone sowie 100 Gramm braunen Zucker. Ich habe jetzt keinen braunen Zucker da, ich nehme jetzt weißen und ich habe eine Bio-Zitrone genommen. Da habe ich die Schale erst abgewaschen und dann habe ich die also mit dem Sparschäler abgeschält und habe so circa 2 Teelöffel abgemessen. Vorher habe ich jetzt hier hinten stehen, Wasser abgekocht und habe das hier in meine Flaschen reingegeben zum Sterilisieren, wo wir dann gleich den Ingwersirup einfüllen werden. Jetzt fangen wir an. Ich würde sagen, wir geben alles rein. Einmal das Wasser. Den Ingwer schält ihr bitte und schneidet ihn in Scheiben. Ich habe jetzt wirklich ganz dünne Scheiben genommen, damit eben auch das ganze Aroma in den Sirup geht. Und die Zitronenschalen, die abgeriebenen, gebt ihr auch mit rein. Oder wenn ihr die nicht habt, nehmt ihr einfach Zitronenschalenaroma. Den Saft der ausgepressten Zitrone. Und 100 Gramm braunen Zucker könnt ihr nehmen, steht im Rezept. Ich nehme jetzt einfach weißen. Und das Ganze wird jetzt aufgekocht. Und zwar auf 3 Minuten. Auf 90 Grad. Und Stufe 3. Stufe 3, habe ich mich total verlesen, 5 bis 8 Minuten, ich mache ruhig 8 Minuten bei 90 Grad, ja und eben Stufe 3, ja und wenn die Zeit rum ist, dann melde ich mich wieder bei euch. Die 8 Minuten sind jetzt rum, es duftet hier total lecker nach Ingwer-Zitrone und jetzt soll das Ganze genau 15 Minuten durchziehen und wenn die Zeit rum ist, melde ich mich wieder bei euch. Die Ziehzeit von 15 Minuten ist jetzt auch rum. Und jetzt wird das Ganze nochmal auf 90 Grad erwärmt. Und zwar im Rezept steht zwischen 3 und 5 Minuten. Ich nehme hier auch 5 Minuten, 90 Grad und ebenfalls, jetzt steht keine Stufe. Ich nehme einfach nochmal Stufe 3. Ja, und wenn die Zeit rum ist, dann sehen wir uns wieder. Auch die 5 Minuten sind jetzt rum und damit ist unser Ingwer-Sirup jetzt fertig. Es riecht wirklich total klasse. Wunderbar. Ich fülle das jetzt hier in meine Flaschen um. Am besten, man nehmt da ein Sieb, ein Feinsieb. Oder ich nehme hier meinen Wäschebeutel, in dem ich auch immer die Mandelmilch filter. Und ja, und wenn der Sirup dann abgekühlt ist, melde ich mich wieder bei euch. Hier seht ihr jetzt meinen fertigen Zitronen-Ingwer-Sirup. Ich habe ihn jetzt mit Sprudelwasser vermischt, weil ich ihn gerne so trinke. Ihr könnt ihn aber auch gerne in Tee geben, steht jedenfalls unter dem Rezept. Diese kleine Flasche ist es geworden. Also ich denke, ich werde es demnächst auch in doppelter Menge machen. Mir schmeckt es sehr gut. Es ist schön erfrischend, wenn es aus dem Kühlschrank kommt mit kaltem Wasser. Ja, probiert es aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Beim Nachmachen wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.